Herren, wir haben es heute schon gehört von den Regierungsparteien über die Grundsätze der Steuerreform. Der Bürger soll entlastet werden, Verwaltung verschlankt und Gesetze einfacher gestaltet. Ich werde jetzt nur ein ganz konkretes Beispiel bringen, um Ihnen zu zeigen, wie diese Steuerreform wirklich wirkt, und zwar anhand der Grunderwerbsteuer. Und zwar werde ich Ihnen zeigen, dass hier alle diese drei Punkte ins Gegenteil verkehrt werden. Und ich gehe jetzt nicht in den Westen Österreichs, wo es einen dramatischen Anstieg von Verkehrswerten gegeben hat, weil wir jetzt bei dieser Steuerreform insbesondere die Familien und vor allem die Übertragung zwischen nahen Verwandten ja schlechter gestellt wird, also so viel zu der Entlastung der Familien. Definitiv Familienübertragung zwischen nahen Verwandten in diesem Gesetz ausdrücklich schlechter gestellt, weil jetzt Verkehrswert statt dreifacher Einheitswert Bemessungsgrundlage ist. Aber ich greife jetzt ein Beispiel heraus, wie in Simmering ein Einfamilienhaus. Ein Einheitswert von 12.000 Euro, das bedeutet, der dreifache Einheitswert wäre jetzt die Bemessungsgrundlage. Davon werden 2% Steuer berechnet, 720 Euro Steuer. Künftig dann der Verkehrswert etwa 400.000 Euro. Das heißt, da gibt es eine Staffelung jetzt ja im Steuersatz und dann haben wir eine Steuer von 1.750 Euro. Ja, Sie können jetzt sagen, mein Gott, 1.000 Euro ist nicht die Welt. Immerhin das zweieinhalbfache der Steuer wird jetzt dann vorgeschrieben, bei einem nicht dramatischen Beispiel. Das ist einmal der Ansatz. Das heißt also, so viel von zu hin einmal nicht belasten. Und jetzt kommen wir aber dazu, wie wird das jetzt vorgeschrieben? Ich habe da ein Beispiel, ein weiteres Beispiel. Da wurde bereits der Verkehrswert herangezogen für die Berechnung. Daraufhin hat der Steuerschuldner eine Erklärung abgegeben, welchen Zustand sein Haus hat. Und anhand des Immobilienpreisspiegels, der ja immer wieder im Gespräch ist, wurde jetzt eine Steuererklärung abgegeben an das Finanzamt. 3 Monate später kommt dann eine Aufforderung vom Finanzamt zur Stellungnahme. Und ich lese dann nur teilweise daraus vor, was das Finanzamt jetzt vom Steuerschuldner erwartet. Da auch noch der Gebäudewert zu berücksichtigen ist, zuerst wird über den Grundwert gesprochen, wird um Vorlage einer Kopie der Feuerversicherungspolize des Hauses und von aussagekräftigen Fotos, Außenansicht und aller Innenräume, insbesondere zur Untermauerung des einfachen Wohnwertes, sowie Auflistung samt Zeitpunkt aller allenfalls durchgeführter wesentlicher Renovierungs- und Erhaltungsmaßnahmen ersucht. Sollte das Gebäude abbruchreif sein, wird um Vorlage eines Kostenvoranschlags der Abbruchkosten des gegenständigen Hauses ersucht, sowie in Bekanntgabe der gesamten Kubikmeter an Abbruchmaterial unter genauer Darstellung der Mengenberechnung samt Plankopie. Zusätzlich und so weiter. Also das soll jetzt der Steuerschuldner dem Finanzamt übermitteln und der ermittelt dann den Verkehrswert. Und jetzt erklären Sie mir bitte, was ist das für eine Vereinfachung? Wer hat sich sowas überlegt im Finanzministerium? Welcher Finanzminister stellt sich hin und sagt, wir machen eine Verwaltungsvereinfachung in dieser Republik? Der Finanzbeamte muss sich jetzt das, was ich ihm dann vorlege oder was ihm der Steuerschuldner vorlegt, bewerten. Wie macht er denn das überhaupt? Hat er nichts anderes zu tun, als sich solche Dinge anzuschauen? Das wollen Sie uns verkaufen mit Entlastung, Verwaltungsvereinfachung oder sonst etwas. Das ist eine Katastrophe und solche Gesetze legen Sie uns vor und versuchen Sie uns für schön zu verkaufen. Und dann einfachere Gesetze. Also das war jetzt ja nur die Umsetzung. Einfachere Gesetze. Was haben wir jetzt bei dieser Grunderwerbsteuer? Wir haben jetzt eine Dreiteilung. Es gibt jetzt unentgeltliche Übertragungen, teilentgeltliche und entgeltliche. Unentgeltliche gelten dann als unentgeltlich, solange bis die Gegenleistung, die man bekommt, weniger als 30% beträgt des Wertes, des Verkehrswertes, den wir gerade, wie wir gesehen haben, ganz einfach ermittelt. Die Gegenleistung ebenfalls sehr einfach natürlich immer zu ermitteln. Aber bitte, bis zu 30% Gegenleistung unentgeltlich, zwischen 30% und 70% Gegenleistung teilentgeltlich. Über 70% Gegenleistung zum Verkehrswert entgeltlich. Ganz einfach, oder? Ich glaube, alle haben jetzt sich gedacht, wirklich toll, was wir da für ein durchdachtes Gesetz haben. Und da wird es natürlich dann unterschiedlich berechnet. Wenn also nur unentgeltlich, also nur bis 30% Gegenleistung, dann haben wir die Staffelung. Die Staffelung der Steuer. Bei Teilentgeltlichkeit haben wir von der Gegenleistung 3,5% gleich vom ersten Euro an zu berechnen, aber vom geschenkten Teil Staffelung. Bei Entgeltlichkeit 3,5%. Alle mitgekommen? Ganz einfach. Das ist unser Gesetz, das wir heute beschließen oder das Sie heute beschließen wollen. Und die Gegenleistung, wie gesagt, vom ersten Euro an mit 3,5% besteuert. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel eine Liegenschaft geschenkt bekommen von Ihren Eltern und Sie räumen den Eltern ein Fruchtgenussrecht oder ein Wohnungsrecht dort ein, was ja durchaus üblich ist, dann
würden, also bei den Eltern, entschuldigen, zwischen Eltern und Kindern gilt das nicht. Aber wenn es die Tante ist, die ihnen das schenkt, wenn die Tante ist, die ihnen das schenkt, na gut, die Tante schenkt es ihnen. Ich will nur die Logik erklären. Die Tante schenkt ihnen diese Liegenschaft und behält sich ein Wohnungsrecht vor. Dann zahlen sie jetzt für die Gegenleistung 3,5% Steuer und für das, was sie geschenkt bekommen, anfangs nur 0,5% Steuer. Welche Logik sagt, dass ich mehr Steuer bezahle, wenn ich weniger bekomme? Also wenn ich eine Gegenleistung erbringen muss der Tante, zahle ich mehr Steuer, als wenn ich es ganz geschenkt bekomme. Ich denke, das ist immer der Grundsatz da, dass das Vermögen soll nicht kumuliert werden und so weiter. Völlig unlogisch, völlig das Gegenteil. Das beschließen Sie aber heute, mit Verlaub gesagt. Ja. Denken Sie bitte nach, was Sie hier machen. Also ich habe es kurz nur zusammengefasst. Nur an einem kleinen Beispiel habe ich Ihnen gezeigt, einfache Gesetze, nein. Einfache Verwaltung, nein. Entlastung des Bürgers, nein. Daher schlicht und einfach abzulehnen. Weder einfachere Gesetze noch eine einfachere Verwaltung oder eine Entlastung für die Bürger bringe die Steuerreform, so Harald Stephan von der FPÖ. Daher sei die Steuerreform abzulehnen. Rainer Wimmer, SPD.